Ist. Okay. Does anybody know where this is? Weiß irgendjemand, wo dieses Bild aufgenommen wurde? This is the Jordan Valley in Israel. Das ist das Jordantal in Israel. Do you know what all that white stuff is? Was ist das Weiße, was man hier sieht? Sulfur. Sulfur. Ash. Asche. Petrified stone. Gehärteter Stein. These layers here, they say, were formed by over 6,000, had to be 6,000 6,000, the temperature 6,000 and up. Diese Schicht, die man hier sieht, dazu bedarf es ungefähr 6,000 Grad, yeah, damit es entsteht. There's no volcano in the area. Es gibt also hier keinen Vulkan. And yet there is volcanic ash everywhere. Und trotzdem gibt es hier überall Vulkanerde, Asche. My theme this morning. Mein Thema heute Morgen. Remember Lot's wife. Erinnert euch an Lots Frau. Such a powerful, powerful statement. Das ist so ein mächtiges Statement. Do you know who said this? Wer hat das gesagt? Jesus himself. Jesus selbst. It's only two people that Jesus said we should remember. Es gibt zwei Menschen, von denen Jesus gesagt hat, an die sollen wir uns erinnern. He said, remember me. Zum einen erinnert euch an mich. And he said, remember Lot's wife. Und erinnert euch an Lots Frau. Interesting, she lived 2000 years before Christ. Interessant, dass sie 2000 Jahre vor Christus gelebt hat. She had no significance in the Bible story. Hatte in der Bibel keine besondere Signifikanz, Bedeutung. She was simply Lot's wife. War einfach die Frau von Lot. And of all the people in the Bible, Jesus wants us to remember. Und von allen Menschen in der Bibel möchte Jesus, dass wir uns an sie erinnern. Was it Abraham or Moses? Nicht Abraham oder Mose? Was it Peter? Nicht Petrus? Lot's wife. Sondern die Frau von Lot. This little insignificant woman in the Bible story. Diese kleine in der Bibelgeschichte eigentlich unbedeutende Frau. Jesus reaches into history and pulls her. Jesus greift in die Geschichte hinein und zieht sie hinaus. Says to his disciples. Um zu seinen Jüngern zu sprechen. As he speaks of his coming. Als er über seine Wiederkunft spricht. Remember Lot's wife. Erinnert euch an Lots Frau. He didn't say her name. Er hat ihren Namen gar nicht erwähnt. Nur erinnert euch an seine Frau. Luke 17:32. Und zwar steht das in Lukas 17:32. We are living in unbelievable times. Wir leben in unglaublichen Zeiten. I am up on all the news. Ich höre mir die Nachrichten immer an. Ich bin ganz up to date. To Amir Tsarfati all the time and different people. Zu verschiedenen Nachrichten. Constantly. Ständig. Different updates on the war. Verschiedene Updates über den Krieg. Nuclear threat. Die verschiedenen Bedrohungen. These words come to me. Und dann fallen mir diese Worte ein. Remember Lot's wife. Erinnert euch an Lots Frau. Jesus continues in the next verse. Und dann im nächsten Vers sagt Jesus, whoever seeks to preserve his life, wer sein Leben zu bewahren sucht, will lose it. Der wird es verlieren. It's a promise. Und das ist ein Versprechen. Whoever loses his life, und wer sein Leben verliert, that is for Christ's sake, und das ist jetzt um Christi willen, will preserve it. Der wird es bewahren. That is a promise. Und das ist ein Versprechen. Now, he also said Jesus in Matthew 6, in Matthäus 6 sagt er dann auch, which is the crux of this situation, und das ist jetzt die Krux, das Herz der ganzen where Situation, your treasure is, denn wo dein Schatz ist, there your heart will be. Da wird auch dein Herz sein. Now, the problem with Lot's wife, das Problem, das die Frau vom Lot hatte, her attachment to her past, war ihre Verbundenheit mit ihrer Vergangenheit, outweighed her confidence in God's promise. Und diese Verbundenheit war größer für sie als ihr Vertrauen in Gottes Verheißungen. In God's promises for the future. Gottes Verheißungen für die Zukunft. Her attachment to her past. Ihre Verbundenheit mit ihrer Vergangenheit. Or her present. Oder ihre Gegenwart. Outweighed her confidence in God's promises for the future. War größer als ihr Vertrauen in Gottes Verheißungen für die Zukunft. Wasn't like she didn't believe in God. Es war nicht so, als ob sie nicht an Gott geglaubt hätte. But her faith in God got outweighed. Outweighed. Aber ihr Vertrauen in Gott wurde durch etwas anderes ersetzt. Yeah. Look at the world today. Schaut euch heute die Welt an. We have like unbelievable telephones. Wir haben unglaubliche Telefone. My telephone is far more powerful than all the computers that put the first man on the moon.
Mein Telefon heute ist viermal mächtiger als die ganzen Computer, die den ersten Mann zum Mond fliegen lassen. I wonder if people pray, Lord, don't come back until at least they have the next version come out, please. Manche Leute beten, Herr, komm bitte nicht zurück, bis die nächste Version meines Telefons rausgekommen ist. Bitte warte noch ein bisschen länger. Wait a little bit more. I mean, like, I'm so into my phone. I just, please, don't come back yet. Ich bin einfach so fasziniert von meinem Telefon. Bitte komm noch nicht zurück. So we're talking about. Und darum geht's jetzt. 2 Peter 1. 2. Petrus 1, last week, letzte Woche. For by his glory and praiseworthy activity, denn durch seine Herrlichkeit und lobwürdige Aktivität, God has granted to us his precious and magnificent promises. Hat Gott uns seine kostbaren und großartigen Verheißungen gegeben. It can be very simple promises. Das können ganz einfache Verheißungen the Lord sein. Is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I will never lack anything. Mir wird an nichts mangeln. You can memorize Psalm 23. It's just full of promises. Kannst du den Psalm 23 in Erinnerung rufen und noch auswendig lernen? Der ist voller Versprechen. So that by these promises, damit wir durch sie, we may partake of the divine nature. Durch diese Versprechen, dass wir an der göttlichen Natur teilhaben. And here it comes. Ja. And escape the moral corruption that is in the world through lust. Und der moralischen Verderbtheit entkommen, die durch die Lust in der Welt ist. Escape. Entkommen. This perverted attachment to the world. Diese perverse Bindung an die Welt. Escape it. Escape it through the promises. Fliehe sie, entkomme ihr durch only die Versprechen. The promises have that power. Nur die Versprechen Gottes haben diese Kraft. Nothing else. Sonst nichts. The Apostle John said, Johannes sagt, love not the world, liebt nicht die Welt, neither the things that are in the world, nicht die Dinge, die in der Welt sind. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Don't put so much value in the things of the world. Also legt jetzt nicht so einen Wert auf die Dinge der Welt. Don't let them outweigh the power of the promises. Und lasst den Wert dieser Dinge nicht den Wert der Versprechen Christi übersteigen. The lust of the flesh, the lust of the flesh. Die Lust des Fleisches. The lust of the eyes. Die Lust der Augen. The pride of life. Sich bewegt. Fine. But don't let it outweigh the promises. Das ist okay, aber das darf die Versprechen Christi nicht übertünchen. Cling to the promises. Sondern halte dich fest an diesen Versprechen. And we will escape. Und dann werden wir the moral corruption that is in this world through lust. Die moralische Verderbtheit, die durch die Lust in der Welt ist, entkommen. Lot's wife. Die Frau von Lot. What a sad story. Was für eine traurige Geschichte. Remember Lot's wife. Erinnert euch an Lots Frau. She was so close. Sie war schon ganz nah dran. And she was so far. Und doch war sie so fremd. When you think of Lot's wife, you think of the one who turned back. Wenn ihr an Lots Frau denkt, denkt ihr an diejenige, die sich umgedreht hat. Even better, she looked back. Oder genauer gesagt, sie hat zurückgeblickt. All the scholars say the same thing. Alle Experten sagen hier das Gleiche. She looked back because that's where her heart was. Sie hat zurückgeblickt, denn dort war ihr Herz. We cannot get out of the world. Wir können jetzt nicht der Welt entkommen. When Paul was addressing the Corinthians, he said to them, "Look, I didn't tell you not to associate with unbelievers." So wie Paulus den Korinthern schreibt, ich habe euch nicht gesagt, dass ihr nicht mit Nichtchristen umgehen sollt. Then you'd have to leave the world. Dann hättet ihr ja die Welt verlassen müssen. I told you not to associate with anyone who calls himself a brother and lives in immorality. Sondern ich habe gesagt, ihr sollt nicht mit denen umgehen, die sich Christen nennen, aber in Unmoral leben. Now, last week we talked about faith, faith in the promises. Letzte Woche haben wir über den Glauben gesprochen an die Versprechen. If we add seven things to wenn wir hier sieben Dinge dazu we will never stumble. Beitragen, dann werden wir nicht straucheln. Praiseworthy activity. Lobenswerte Tätigkeit, knowledge, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, perseverance, Ausharren, godliness, Frömmigkeit, brotherly brüderliche love, Liebe agape love. Und Agape-Liebe. Listen to last week's message if you didn't. Falls du das noch nicht gehört hast, dann hör dir das noch mal an von letzter Woche. There's 10 problems that we can face at least. Es gibt 10 Probleme, denen wir begegnen können. Number one, we don't know any of God's promises. Erstes Problem, wir kennen keine der Verheißungen Gottes. Go to Google and find some.
dann google dir einfach. 5 years old. Finde welche. I mean, if you want something to eat, you go to the Billa, right? Wenn du was zum Essen willst, dann gehst du zum Billa. You don't come on Sunday service and say, "Is there anything to eat here?" Kommst auch nicht zum Sonntagsgottesdienst und sagst, hier gibt's nichts zum Essen. You can go right to Google and put some God's promises, and they'll give you a lot of promises. Geh einfach zu Google und gib ein Gottes Versprechen und du findest einige. This is the first one. Ist das erste. Second, we know some promises. Nummer zwei, wir kennen einige Verheißungen. Like God works all things to the good. Gott wirkt alles zum Besten. But we actually don't believe it. Aber wir glauben sie nicht. Number three, we believe a number of promises. Nummer drei, wir glauben eine Reihe Verheißungen. But we don't walk in them. Aber wir leben nicht in ihnen. Number four, we walk in the promises. Nummer vier, wir wandeln in Verheißungen. But with limited knowledge of God's ways and purposes. Aber mit begrenztem Wissen über Gottes Wege und Absichten. Number five, we grow in knowledge. Nummer fünf, wir wachsen im Wissen. But then become proud. Und werden dann aber stolz. Number six, we are humbled by God. Nummer sechs, wir werden von Gott gedemütigt. Because we're proud. Weil wir stolz sind. And lose our confidence to persevere. Und verlieren unsere Zuversicht durchzuhalten. Number seven, we persevere. Nummer sieben, wir sind beharrlich. But don't stay connected with God. Bleiben jedoch nicht in Verbindung mit Gott. Number eight, we stay connected with God. Nummer acht, wir bleiben in Verbindung mit Gott. But don't connect with believers. Haben aber keine Verbindung zu Gläubigen. Number nine, we have connection with believers. Nummer neun, wir haben eine Verbindung zu Gläubigen. But not with unbelievers. Aber nicht zu Ungläubigen. Number ten, we have connection with unbelievers. Nummer zehn, wir haben eine Verbindung zu Ungläubigen. But we don't reveal Christ to them. Offenbaren aber Christus nicht. It's just 10 simple problems. Also 10 ganz einfache Probleme. Write them and put them on your refrigerator. Die kannst du dir aufschreiben und auf deinen Kühlschrank. Now, Genesis chapter 13. Let's go to the story of Lot's wife. Also hier geht's um Lots Frau. Now, Abraham was very rich in livestock. Abraham war sehr reich an Vieh. In silver and in gold. Silber und Gold. So this has nothing to do with whether I'm rich or poor. Also hier geht's jetzt überhaupt nicht darum, ob man arm oder reich ist. Abraham was one of the richest people of the day. Abraham war damals einer der reichsten Männer. Now Lot went with Abraham. Lot aber, der mit Abraham zog, also had flocks, herds, and tents. Hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. So Lot was also very rich. Also Lot war auch sehr reich. But the land could not sustain them while dwelling together. Aber das Land konnte sie nicht ernähren, während sie zusammen wohnten. For their possessions were so great. Denn ihre Besitztümer waren so groß. Genesis 13:9. 1. Mose 13:9. Abraham said to Lot. Sagt Abraham zu Lot. Is not the whole land before you? Liegt nicht das ganze Land vor dir? Why are we stressed out together? Also warum stressen wir uns hier aus? My workers fighting with your workers. Unsere Arbeiter kämpfen miteinander. Please separate from me. Also trennt euch doch von mir. So Lot lifted up his eyes and saw all the valley of Jordan. Da hob Lot seine Augen auf und sah das ganze Jordantal. That it was well watered everywhere. Das überall bewässert war. Like the garden of the Lord. Wie der Garten des Herrn. So Lot pitched his tent. Also Lot schlug sein Zelt auf. Near Sodom. In der Nähe von Sodom. Thousands upon thousands of messages have been preached on those words. Tausende Predigten wurden schon über diese Worte hier gepredigt. Where are you pitching your tent? Wo schlägst du dein Zelt auf? What kind of influence are you allowing yourself to be next to? Welchem Einfluss setzt du dich aus? What kind of job are you enduring that is destroying your faith? Welchen Job hältst du aus, der aber deinen Glauben zerstört? This is like serious stuff. Das sind ganz wichtige Fragen. This has a direct effect on Lot's wife. Und das hier, diese Entscheidung hat auf Lots Frau eine ganz direkte Auswirkung. Maybe he married someone from Sodom. Vielleicht hat er jemand aus Sodom geheiratet. Now the men of Sodom, die Männer von Sodom aber, were exceedingly waren wicked and sinful. Bösartig und sündigten. Wicked is their attitude toward God. Bösartig ist jetzt ihre Haltung Gott gegenüber. Sinful is their attitude toward what his commandments are. Sündig ist ihre Haltung gegenüber Gottes Gesetzen. Wickedness is like, God, you know what? If I don't believe in you. Bösartig, das ist sowas wie Gott, ich glaube nicht an dich. If you are real, wenn du nicht echt bist, I hope you die, hoffe ich, dass du stirbst. Because I don't want a God in my life. Weil ich möchte eigentlich gar keinen Gott in meinem Leben. I don't want a God. Ich möchte gar keinen Gott. That's wickedness. Und das ist bösartig. Attitude toward God. Eine Haltung Gott gegenüber. Against the Lord. Gegen den Herrn. Now Genesis 13. 1. Mose 13. God promises Abraham the land. Gott verheißt Abraham das Land. Genesis 14. Abraham rescues Lot. 1. Mose 14. Abraham rettet Lot. The whole story.
Lot loses everything here. Hier verliert Lot alles. And then he gets some back. Dann bekommt er manches zurück. Abraham meets Melchizedek. Dann trifft Abraham auf Melchizedek. Gives him a tithe. Gibt ihm das Zehnte. Then we move to Genesis 15. Dann geht's weiter zu 1. Mose 15. This is the famous chapter of the Abrahamic covenant. Das ist das berühmte Kapitel vom Bund mit Abraham. Abraham has a dream. Abraham hat einen Traum. He has a vision of the Lord. Und zwar eine Vision vom Herrn. In the vision, und in dieser Vision, God says, "Do not fear, Abraham." Sagt Gott zu Abraham, fürchte dich nicht. Your reward shall be very great. Dein Lohn wird sehr groß sein. Why is he fearing? Warum hat er Angst? Because he has no children. Weil er keine Kinder hat. He's like, you know what? I'm getting old. Er sagt sich, ich werde jetzt alt. I see all these people with kids. Schau all die Kinder um mich herum. Die haben alle Kinder. I don't have any kids. Ich habe aber keine Kinder. But supposedly the promise isn't coming through him. Aber irgendwie scheint es, dass das Versprechen hier sich nicht bewahrheitet. But Abraham said, dann sagte Abraham, "Oh Lord, what will you give me? Oh Herr Gott, was willst du mir geben? Since I am childless. Nachdem ich kinderlos bin." And the Lord said, und der Herr sagte, now watch this, important. This is important. Das ist jetzt wichtig. The Lord said, der Herr sagte, now look to the heavens. Nun schau zum Himmel. This is the same way we have to look to the promises. Und das ist die Art und Weise, wie auch wir auf die Versprechen schauen müssen. Look to the heavens. Schau zum Himmel. And count the stars. Und zähle die Sterne. If you can. Wenn du kannst. So shall your descendants be. Denn so sollen deine Nachkommen sein. Look at the stars. Schau zum Himmel, schau auf die Sterne. Try to count them. Und versuche sie zu zählen. So shall your descendants be. Und so sollen deine Nachkommen sein. That word look. Dieses Wort schau. It's very important in this message. Ist ein wichtiges Wort in dieser Botschaft. It's not the normal word for look. Es ist jetzt nicht das gewöhnliche Wort für schau. It appears like 40 times. Sondern es kommt ca. 40 Mal vor. But the normal word over 100 times. Aber das normale Wort für schauen kommt über 100 Mal vor. It's a special word. Also das hier ist ein besonderes Wort. Look in the Greek. Wenn man sich im Griechischen das Wort anschaut. Sorry, in the Hebrew. Im Hebräischen. The word look, to look intently. Dann bedeutet das ganz bewusst schauen. Abraham, look intently. Abraham schaut ganz bewusst. With pleasure. Und zwar mit Vergnügen. And favor. Und mit Gunst. And carefully. Und sehr genau. And with respect. Und mit Respekt. Abraham, look at the stars. Schau die Sterne an. Look at them intently. Schau ganz aufmerksam. With regard, with pleasure, with favor and care. Mit Freude, Wohlwollen und Sorgfalt. Consider and respect what I'm saying. Berücksichtige, respektiere, was ich sage. Then Abraham believed the Lord. Und da glaubte Abraham den Herrn. And the Lord reckoned it to Abraham as righteousness. Und der Herr rechnete es Abraham als Gerechtigkeit an. This verse is the Apostle Paul builds his whole theology on this verse. Der Apostel Paulus bildet seine ganze Theologie auf diesen, gründet sie auf diesen Vers. Romans chapter 4. Römer 4. Because God reckons it to us also. Weil Gott es uns auch anrechnet. If we believe the promises. Wenn wir diesen Verheißungen Glauben schenken. But do we look intently? Aber schauen wir wirklich ganz aufmerksam? Do we look with pleasure, with care? Schauen wir mit Vergnügen, schauen wir mit Sorgfalt? Or do we have a flippant relationship with God's word? Oder haben wir mehr so eine ungenaue Beziehung zu Gottes Wort? I was in the Christian school last week. Ich war letzte Woche in der christlichen Schule. ICSV. Die ICSV. And I was with the new director. Habe mir dort mit dem neuen Direktor gesprochen. Habe ihm meine Geschichte erzählt. I said, you know, when I was 19 years old. Und ich habe ihm erzählt, als ich 19 war. I read in Psalm 119, verse 11. Habe ich Psalm 119, Vers 11 gelesen. Hide, I have hid thy word in my heart. Ich habe dein Wort in meinem Herzen versteckt. That I would not sin against thee. Damit ich nicht gegen dich sündige. And she said, I sang that song yesterday. Und diese Direktorin hat gesagt, ja, gestern habe ich sogar dieses Lied gesungen. And she sang it. Und dann hat sie es gesungen. I didn't even know that song, but ich kannte she sang das Lied it. Gar nicht, aber sie hat es da für thought, uns beide wow, gesungen. That was a nice moment. Ich habe mal gedacht, das war jetzt wirklich ein schöner Now, Moment. Genesis 16. 1. Mose 16. We have Hagar, Sarah and the birth of Ishmael. Sarah, Hagar und die Geburt Ismaels. 17. Abraham and Ishmael are circumcised.
Dann 17, Kapitel 17, Abraham und Ismael werden beschnitten. Then we move to chapter 18. Kapitel 18. Jesus and two angels visit Abraham. Jesus und zwei Engel besuchen Abraham. Now Abraham is in his tent. Abraham ist in seinem Zelt. Kind of near the door. In der Nähe vom Ausgang. Suddenly three figures come to the door. Und dann kommen auf einmal drei Personen auf ihn zu. He runs to the door. Und er läuft hin. He says, "Wow, wow, 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 wow! Come right in, please, come right in." Bitte kommt herein. This is the Lord Jesus. Das ist jetzt Herr Jesus und zwei Engel. And Jesus tells us that in John 8. Und in Johannes 8 erzählt uns das Jesus. Abraham saw me. Und hat gesagt, Abraham sah Abraham mich. Saw me. Abraham hat mich gesehen. And the Jews wanted to kill him for saying that. Und dafür wollten die Juden ihn umbringen. You were not even 50 years old. Du warst da, bist doch nicht einmal 50. You've seen Abraham. Du hast Abraham gesehen. Abraham saw my day and rejoiced. Abraham hat meinen Tag gesehen und er war glücklich. Jesus is visiting Abraham. Also two Jesus angels. Besucht Abraham mit zwei Engeln. They get invited in. Und sie werden eingeladen einzutreten. And Jesus says, und Jesus sagt, when I come back here, wenn ich nächstes Jahr hierher zurückkomme, Sarah's gonna have a baby. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah laughed. Und da hat die Sarah gelacht. And the Lord said, "Why did you laugh?" Und der Herr hat gesagt, warum hast du gelacht? I didn't laugh. Ich habe nicht gelacht. You did laugh. Du hast gelacht. And then the Lord, they go outside and the angels and the Lord look towards Sodom. Und dann gehen sie hinaus und die Engel und der Herr schauen auf Sodom. And the Lord pulls Abraham aside. Und der Herr nahm Abraham zur Seite. And he said to Abraham, und sagte zu ihm, "Shall I hide from Abraham what I'm about to do?" Soll ich vor Abraham verbergen, was ich vorhabe zu tun? The outcry of Sodom and Gomorrah is indeed great. Der Aufschrei von Sodom und Gomorra ist groß. And their sin is exceedingly grievous. Und ihre Sünde ist äußerst schwerwiegend. Abraham said. Abraham sagte. Will you indeed sweep away the righteous with the wicked? Willst du wirklich die Gerechten mit den Bösen wegfegen? Suppose there are 50 righteous within the city. Und wenn es in der Stadt 50 Gerechte gäbe. Will you not spare the city for their sake? Würdest du die Stadt dann nicht verschonen? And the Lord says, der Herr sagt, if I find in Sodom 50 righteous, wenn ich in Sodom 50 Gerechte finde, then I will spare the whole city on their account. Dann werde ich die ganze Stadt um ihretwillen verschonen. How much more the presence of the church on earth? Wie viel mehr aufgrund der Gegenwart der Kirche auf der Erde? Before he brings his wrath upon this world. Bevor er seinen Zorn auf diese Erde bringt. Which he is going to do. Das wird er tun. Then Abraham says. Dann sagt Abraham. What about 45? Wie wäre es mit 45? Sure. Okay. 40. 40. Sure. Okay. 30. 30. Sure. Ja. 20. 20 Gerechte. Sure. Ja, auch bei 20 Gerechten. I'm gonna ask one more time. Also einmal noch frage ich. If we find 10, wenn wir auch nur 10 Gerechte finden in Sodom, will you spare the city? Wirst du dann die Stadt verschonen um ihretwillen? And the Lord said, und der Herr sagte, I will not destroy it um der 10 willen werde ich sie nicht vernichten. Genesis 19. 1. Mose 19. The two angels come back. Die zwei Engel kommen zurück. They come to the gate at night. Und sie kommen in der Nacht zum Lot Tor. Lot is at the gate of the city of Sodom. Lot ist im Stadttor von Sodom. And Lot is amazed. Lot ist erstaunt. And they greet him. Sie grüßen and they ihn. Say, "We're going to stay in the square tonight." Und sie sagen zu Lot, wir werden heute Nacht hier am Stadtplatz übernachten. And Lot says, "No way, no, Lot no sagt, way." Nein, das geht nicht. And he shuffles them into his home. No way. Bringt sie schnell in sein Heim hinein. He knows the city. No er way. Er kennt die Stadt. And they eat something. Dann essen sie was bei ihm. To go to sleep. Möchten schlafen gehen. And all of a sudden there's banging at the und door. Dann pocht wer an die Tür. All the men, old and young. Alle Männer von Sodom, from alt every und corner, jung. It says every corner of Ecke the city. Stadt. Surrounded the house. Haben das Haus umzingelt. And said, "Give us the two men." Und haben gesagt, gib uns die zwei Männer heraus. We want them. Die möchten wir. They wanted to sexually rape them. Sie wollten sie vergewaltigen. Together, a mob rape.
Und zwar eine Gruppenvergewaltigung. Lot goes out, locks, he closes the door. Lot geht raus, schließt die Tür hinter sich zu. Come on, guys. Und sagt, kommt, bitte. Don't do this. Don't do this. Tut's das nicht. This is wicked. It's das ist wicked. Bösartig. Don't do this. These are my guests. Das sind meine Gäste. He says, "Look, look. I'll give you my two daughters. Er sagt, schau, ich gebe euch meine zwei They're virgins. Töchter, die sind Jungfrauen. Do whatever you want with them, but don't touch them. Ihr wollt, aber berührt die zwei Männer nicht. And they said, "Who are you? Und die sagen, wer bist denn du? We're going to do to you even worse mit than we're going to do to the men. Mit den zwei Männern machen. And then they started to they ran at them and they started to break the door down. Dann haben sie begonnen, die Tür einzubrechen. And the angels reached out, grabbed Lot, pulled him in, shut the door. Und der Engel hat rausgegriffen, Lot reingezogen und die Tür zugemacht. And the angel said, und der Engel hat gesagt, "Do you have son-in-laws? Hast du Schwiegersöhne? Do you have anybody in the city? Hast du sonst irgendjemanden in der Go Stadt? Get them. Dann hol sie. Because we're gonna destroy. Weil wir werden diese Stadt zerstören. Because it's wickedness das ist up so to God. Bösartig. Das we steigt zum Himmel hinauf. Und wir werden die Stadt zerstören. Anyone that belongs to you, go get them. Jeder, der irgendwie zu dir gehört, bitte geh so und hol die. Also ist Lot rausgegangen. He went to his two son-in-laws. Hat seine zwei Schwiegersöhne he geholt. Said, look. The Lord's going to destroy the city. Schau, der Herr wird diese Stadt zerstören. Come with me. Kommt mit mir. And they laughed at him. Und sie haben ihn ausgelacht. They thought it was a joke. Sie haben gedacht, das war jetzt ein Witz. He left them, went back home. Hat sie dort gelassen, ist zurück nach Hause gegangen. At dawn, at the first little bit of light at dawn. Und als ein bisschen Licht dann schon begonnen hat aufzutauchen zu up Lot. Sonnenmorgenbeginn haben die Engel Lot aufgewacht und gesagt, steh auf, nimm deine Töchter, nimm deine Frau und geh. The judgment of God. Flüchtet, das Zorn Gottes, das Gericht Gottes flee to the mountains. Wird auf diese Stadt kommen. Flüchtet zu den Bergen. Do not look back. Und schau nicht do zurück. Not look back. Schau nicht do zurück. Not stop anywhere in the valley. Bleib nirgends im Tal stehen. Flee to the mountains Flüchte and zu den Bergen. Save your lives. Und rette dein eigenes Leben. And Lot says, "I can't make it to the mountains." Lot hat gesagt, aber ich schaff's doch nicht bis zu den Bergen. Ich bin ja nicht mal da. I'll never make it. In guter Kondition, das schaffe ich There's nicht. A little town down. Let me go to the little da gibt's town. Eine kleine Stadt in der Nähe, da möchte ich hingehen. And the angel said, "Fine." Die Engel haben gesagt, na gut. Go to that town dann gehen in diese kleine Stadt. We will spare that town. Und dann werden wir diese kleine Stadt dort auch verschonen. Then the sun rose when Lot came to Zorah. Die Sonne ging auf, als Lot nach Zoar kam. Then the Lord rained down fire and brimstone out of heaven. Und dann ließ der Herr Feuer und Schwefel aus dem Himmel auf die Stadt regnen. On Sodom and Gomorrah. Auf Sodom und Gomorra. And all over the valley. Und über das ganze Tal. We saw the valley on the first picture. Das Tal haben wir vorher auf dem ersten Bild There's gesehen. Nothing there. Es gibt dort überhaupt nichts mehr. There's nothing Bis heute there. Ist nichts mehr dort. All the inhabitants, alle Einwohner, and all what grew on the ground, alles was auf dem Boden wuchs. But his wife looked back. Seine Frau aber sah sich hinter ihm um. From behind him. Hinter ihm. Now the word back is not there. It just says she looked. Das Wort sie sah zurück. Zurück ist jetzt hier nicht in diesem Vers. I get the word back because the angel said, "Don't look back." Das steht jetzt nicht direkt her, aber das wissen wir, weil der Engel gesagt hatte, schaut nicht zurück. The German has it right. She looked. Im Deutschen steht hier richtig, sie sah. And she was behind him. Und sie war hinter ihm. Now if I was running with my family, I would make sure my wife was in front. Wenn ich jetzt mit meiner Familie hier laufen würde, dann hätte ich sichergestellt, dass meine Frau Now, vor mir she war. She would surely outrun me, that's for sure. Sie wäre außerdem viel schneller als ich. But she would not be behind Aber sie wäre nicht hinter mir. I'd be like, keep going, keep moving. Ich hätte sie vorangetrieben. Like, hurry up, I can't even hear you. Sie würde sagen, beeil dich, ich höre dich ja gar nicht. She's really fast. Sie ist wirklich schnell. She was behind him. Seine Frau war hinter ihm. And she looked back. Und sie sah sich um. Now, it's interesting this word look. Dieses Wort schau noch einmal. Well, before we get into it, and then she became a pillar of Aber salt. Vorher noch einmal, sie wurde zu einer Salzsäule. She looked back from behind him and became a pillar of sie salt. Sie sah sich hinter ihm um und wurde zu einer Salzsäule. This word looked. Dieses Wort sie sah. Is the exact same word. Und es ist wieder genau das gleiche Wort. When God said to Abraham, "Look to the heavens." Gott sagte zu Abraham, schau zum Himmel. She looked intently back. Und sie hat ganz intensiv zurückgeschaut. She looked with pleasure Und mit back. Vergnügen.
She looked with consideration back. Und hat das Ganze in ihrem Herzen bewegt. She looked with respect und mit viel Respekt angesehen. She looked back. Sie hat zurückgesehen. And a lot of scholars believe because of that she was lingering. She was delaying. Viele Bibelausleger hier denken, dass sie sich Zeit gelassen hat und deshalb zurückgeblieben she ist. She was like, Lot, where? Sie hat getrödelt quasi. Are you sure something's gonna happen? Bist du dir sicher, dass hier was passiert? Who were those two guys anyway? Wer waren denn überhaupt diese zwei Männer? Sodom is my home. Sodom ist doch meine Heimatstadt. Some believe that she was delaying. Und manche haben glauben, dass sie also hier zurückgeblieben Not ist. Just one look. Nicht nur ein Blick zurück. I don't know. Das wissen wir nicht. But Jesus said, remember her. Aber Jesus sagte, erinnert euch an remember. Sie. Erinnert remember. Euch an sie. Remember Lot's wife. Erinnert euch an Lots Frau. Abraham looked intently at the stars. Abraham hat aufmerksam die Sterne betrachtet. With pleasure, favor and care. Mit Freude, Wohlwollen und Sorgfalt. And Lot's wife looked at Sodom. Und Lots Frau hat Sodom so betrachtet, intently, und zwar aufmerksam, with pleasure, favor, mit Freude, Wohlwollen und Sorgfalt. And she turned into a pillar of salt. Und sie wurde in eine Salzsäule it verwandelt. Doesn't say a mound of salt. Steht dort nicht ein kleiner Berg Salz? It doesn't say that, that Lot found her laying on the ground. Steht auch nicht dort, dass Lot sie dann am Boden liegend somehow gefunden hat? She was, it says she was like a statue. Sondern es steht, sie war wie eine Statue. In the Hebrew it says like a statue. Im Hebräischen steht wie eine Statue. Whatever happened to her? Was auch immer passiert ist, she remained as a statue, sie ist als Statue mit Salz bedeckt stehen geblieben. Her attachment to her past outweighed her confidence in God's promises. Ihre Verbundenheit mit ihrer Vergangenheit war größer als ihr Vertrauen in Gottes Verheißungen für die Zukunft. Now we're closing. 1 Corinthians 7:31. Abschließend 1. Korinther 7:31. Those who use the things of this world. Diejenigen, die die Dinge dieser Welt nutzen. New Living Translation. Das steht in der Living Translation. Should not become attached to them. Sollten nicht an ihnen hängen. I love my phone. This thing is so awesome. Mein Telefon, das liebe ich, das ist wirklich ganz toll. But for me to think, Jesus, don't come back until I get my next one. Und wenn man denkt, Jesus soll nicht zurückkommen, bis ich das nächste Telefon bekomme. That's really bad. Das ist wirklich schlimm. That's really bad. Das ist wirklich schlimm. Okay. For this world as we know it will soon pass away. Denn diese Welt, wie wir sie kennen, wird bald vergehen. So, sooner than we imagine. Und es wird bald sein, und zwar früher als wir denken. A day with the Lord is like 1,000 years. Ein Tag ist beim Herrn 1,000 Jahre. Okay. Now James 1. Jakobus 1. If you listen to the word but don't do it. Wenn du auf das Wort hörst, aber nicht tust. You are like a man who looks in the mirror. Bist du wie ein Mann, der in einen Spiegel schaut? And immediately forgets what he looks like. Und sofort vergisst, wie er aussieht. Hey hon, you know, do you see what's on your face? Schatz, siehst du, was hier auf deinem Gesicht ist? What's on my face? Was hey, denn? You got some egg all over du hast ein bisschen Eierspeise auf dem Gesicht. Yeah, I mean, I just looked in the mirror. Ja, ich habe mich doch gerade im Spiegel geschaut. You didn't see it? Hast du das nicht gesehen? I can't remember. Nein, kann mich nicht erinnern. Really? I mean, what's between your teeth? Wirklich, was ist da zwischen deinen Zähnen? Are you eating kimchi? Was hast du da gegessen? It's like all red and stuff in between your teeth. Ganz rot zwischen den Zähnen. Really? Where? Right there. Wo? I just looked in the mirror. Ich habe mir doch gerade in den Spiegel geschaut. You didn't see it? Hast du das nicht gesehen? I can't remember. Nein, kann mich nicht erinnern. Immediately forgets what he looks like. Jemand, der sofort vergisst, wie er aussieht. Means you come, you listen to the word. Wenn du kommst und auf das Wort hörst. Think, gosh, yeah, I don't spend time with believers. Dann denkst du, ja, ich verbringe jetzt mit Gläubigen keine Zeit. I haven't shared my faith. Ich habe meinen Glauben schon lange nicht mehr überprüft. Anything, I'm not doing anything praiseworthy. Gar nicht viel getan, was jetzt des Lobes würdig ist. And we forget. Und wir vergessen. We live our life. Wir leben einfach unser we Leben hear, weiter. Wir hören zwar. Convicted. Wir sind dann auch überzeugt, but we don't make the effort, aber wir machen dann nicht diesen Versuch, diese Anstrengung, etwas zu ändern in unserem Leben. But the one who here it is looks intently. Aber hier, wer aber aufmerksam schaut, looks intently, like Abraham looked into the stars. So wie Abraham in die Sterne gesehen hat, aufmerksam. And he believed. Und er hat geglaubt. The one who looks intently, der aber aufmerksam schaut, at the perfect law of liberty. Auf das vollkommene Gesetz der Freiheit. This is the Bible which sets us free. Und das ist jetzt die Bibel, die uns freisetzt. Das ist and das perfekte Gesetz. Bondage
It's liberty. Das ist keine Gefangenschaft, das ist Freiheit. Philipper 2:13. For it is God who works in us. Denn es ist Gott, der in uns wirkt. Both to will and to do of his good pleasure. Und zwar das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Das ist die Freiheit. God's not asking us to do anything he will not do through us. Gott bittet uns nicht irgendetwas zu tun, was er nicht selbst dann durch uns bewirken wird. But you see, we're not looking intently enough. Aber schau, wir schauen hier nicht aufmerksam genug. We know some of the promises. Wir kennen zwar ein paar Versprechen. But we don't know the word well enough. Aber wir kennen die Worte nicht gut genug. So we grasp a promise and then we try to do it. Und dann umarmen wir zwar eine der Versprechungen, aber versuchen es selber auszuführen. As an effectual doer. Als wirksamer Täter. This man will be blessed in what he does. Der wird gesegnet sein in dem, was er tut. The one who looks intently into God's word. Derjenige, diejenige, die aufmerksam auf Gottes vollkommenes Gesetz will be blessed in what he does. Wird gesegnet sein in allem, was er tut. Remember Lot's wife. Erinnert euch an Lots Frau. She was the one who looked back. Sie war diejenige, die zurückgesehen Why hat. Why did she look back? Warum? Because that's where her heart was. Weil ihr Herz war dort. She was overly attached to the things Sie of the world. Sie war zu sehr verbunden mit den Dingen dieser Welt. 2 Timothy 3:1. Just to close. 2 Timotheus 3:1. In the last days. In den letzten Tagen. We are in the last days. Und das ist jetzt heute. Times will come. Dangerous times will come. Dangerous, dangerous. It's a very strong word. Dangerous. Es ist ein sehr starkes Wort. Gefährliche Zeiten. Dangerous times will come. For men will be lovers of themselves. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. And in a wide sense. Und in einem weiteren Sinn. We are all living near Sodom. Dann leben wir alle in der Nähe von Sodom. All of our tents are pitched near Sodom. Alle unsere Zelte sind in der Nähe von Sodom aufgestellt. For men will be lovers of themselves. Menschen werden sich selbst lieben. Lovers of pleasure. Das Vergnügen lieben. Rather than lovers of God. Eher als Gott zu lieben. That was Lot's wife. Das war die Frau von Lot. Holding to a form of godliness, die eine Form der Frömmigkeit hat, although they have denied its power. Aber ihre Kraft leugnet. The power that works in them. Die Kraft, die in uns wirkt. Remember Lot's wife. Erinnert euch an Lots Frau. Her attachment to her past, ihre Verbundenheit mit ihrer Vergangenheit, outweighed her confidence in God's promises, war größer als ihr Vertrauen in Gottes Verheißungen für die Zukunft. Remember, erinnert euch Lot's wife. An Lots Frau. Father in heaven, Vater im Himmel, we love you and thank you. Wir lieben dich, wir danken dir. Thank you that you are our shepherd, Lord Jesus. Danke, Herr, dass du unser Hirte bist. We will never lack anything. Und es wird uns nie an irgendetwas fehlen. Though we walk through the valley of the shadow of death, auch wenn wir durch das Tal des Todes wandeln, you said, du selbst hast gesagt, we will fear no evil, ihr braucht nichts Böses zu fürchten. For you are with us. Denn du bist bei uns. Your rod and staff, they comfort us. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten uns. Father, I pray for a deep sense of comfort in our midst. Herr, so bitte ich um ein ganz tiefes Gefühl der Vertrauenheit, des Trostes hier bei uns. Whatever's happening in the world, ganz egal, was in der Welt passiert, you are on the throne. Du bist am Thron. You are on the throne. Du bist am Revelations Thron. Chapter 5. Offenbarung Kapitel Revelations 5. Chapter 6. You Kapitel are on the 6. Du bist am Thron. Our life is in your hands. Unser Leben ist in deinen Händen. And we say together, come, Lord Jesus, come. Und gemeinsam sprechen wir, komm, Herr Jesus, komm. Comfort one another with these words. Tröstet einander mit diesen Worten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Just take a moment of quiet at our seats. Wir möchten jetzt noch einen Moment der Stille nehmen, während wir hier in unseren Sitzen bleiben. We just want to give God space to really speak to us. Und wir möchten Gott Raum geben, dass er zu unseren Herzen spricht. Something that was just spoken. Die Worte, die gerade gesprochen wurden. Father, we ask that you would really impress on our hearts what you want to take with us today. Und Herr, wir bitten, dass du uns das aufs Herz legst, von dem du möchtest, dass wir es mitnehmen. And if the prayer team could come to the front and side,
We're also available to pray for you if you have any needs. Das Gebetsteam wird jetzt nach vorne kommen und auch wird sich auf der Seite aufstellen. Wenn du irgendwelche Anliegen hast, dann möchten wir gerne mit dir dafür beten. Father, we would ask that you would turn our eyes upon you. Vater, wir bitten, dass du unsere Augen auf dich richtest. And there's a song that says, "Turn your eyes upon Jesus." Es gibt ein Lied, in dem heißt es, wendet eure Augen Jesus zu. Look full into his wonderful face. Schaut einfach gerade in sein wunderbares Gesicht. And the things of this world will grow strangely dim. Und die Dinge dieser Welt werden verblassen. In the light of his glory and grace. Im Licht seiner Herrlichkeit und seiner Gnade. And so we pray that our eyes would behold you, look intently with pleasure, with respect to your face. Wir bitten, dass unsere Augen auf dich schauen und mit Wohlwollen, mit Respekt, mit Aufmerksamkeit dein Gesicht wahrnehmen. And Father, we ask that you would take more room in us. Und wir bitten, dass du in uns mehr Raum einnimmst. Fill us afresh with your Holy Spirit. Fühl uns wieder ganz neu mit deinem Heiligen Geist. And if you're here today and you've never accepted Jesus as your Lord and Savior, wenn du heute hier bist und Jesus noch nie als deinen Herrn und Retter angenommen hast, you can do this right now, today. Dann kannst du das genau jetzt und hier tun. You can say a prayer similar to this. Kannst du ein Gebet sprechen, ganz ähnlich wie das folgende? Jesus, I thank you for dying on the cross for me. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. I thank you for taking the penalty for everything I've ever done wrong. Ich danke dir, dass du die Strafe auf dich genommen hast für alles, was ich jemals falsch gemacht habe. I confess that I have lived for self, myself. Und ich bekenne, dass ich für mich selbst gelebt habe. Come into my life.
und bitte dich in mein Leben zu kommen. I receive your forgiveness. Ich nehme deine Vergebung an. I thank you for the gift of eternal life. Ich danke dir für das Geschenk des ewigen Lebens. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. And if you have said that prayer for the first time today, wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, then tell somebody. Dann erzähl das jemandem. Yeah, the Bible says, believe in your heart and confess with your mouth. Die Bibel sagt, glaube es in deinem Herzen und bekenne es mit deinem Mund. And now we would like to take the offering. Jetzt möchten wir die Gabensammlung einnehmen. So the ushers will go through the rows. Das Willkommensteam wird jetzt durchgehen. And could I ask Buxi, would you pray for the offering? Und darf ich Buxi bitten, dass er für die Gabensammlung bittet? Ja, Herr, wir danken. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir hier einfach Gottesdienst feiern können. Und danke, dass du uns einfach die Möglichkeit gibst, dass wir Jobs haben, dass wir sie mit Freude und mit vollem Enthusiasmus ausführen können. Good Lord, we thank you that we can be here and that we can celebrate this service. Thank you that we have a job and that we can contribute. And thank you that we can do this with joy. Danke, Herr, für das, was wir wieder zurückgeben können, was du uns anvertraut hast. Thank you, Lord, that we can give back to you what you have entrusted to us. Danke, dass du wunderbar vermehren möchtest, was wir dir anvertrauen wieder. And we thank you that you will multiply in a wonderful way what you have entrusted to us. Hab herzlich Dank, Herr. And so we thank you with all our heart. Amen. Amen. Into thine name, ich
Father, we want to thank you. Vater, wir wollen dir danken für wer du bist. Wir lieben dich und wir preisen dich. Come, Lord Jesus, come. Komm, Herr Jesus, komm. The world is in so need of you. Die Welt braucht dich so sehr. We pray for all those in war situations. Wir beten für alle Menschen, die in Kriegssituationen sind. Those in prisons today. Oder in Gefängnissen. Those living on the street. Menschen, die auf der Straße those leben. Who are hungry. Die hungrig sind. Who are naked. Oder ganz bloß. Those who are fearful. Voll Angst. Have no hope. Keine Hoffnung haben. We pray, Lord. Und wir bitten für sie, that your comfort will reach them, Lord. Dass dein Trost was sie erreicht. And I pray for pregnant women today. Wir beten für schwangere Frauen. Father, we pray for these children coming. Wir beten für diese kommenden Kinder. Protect them, bless them, please. Bitte beschütze sie und segne sie. For those new babies we have, we pray for them. Und für die ganz neuen kleinen Babys, die wir haben, wir bitten dich für sie, segne sie, behüte sie. Just before we close, just be seated for a moment and let you welcome. Einen Moment setzen. Wir wollen einfach neue Leute hier willkommen heißen. Can you raise your hand if you're here for the first time? Wenn du zum ersten Mal bei uns bist, vielleicht kannst du die Hand heben. Where are you from? From where? Aus from China. China. Nice to have you. Ja, ganz herzlich willkommen. Anyone here? Noch jemand hier? Sein Herr? Where are you from? Florida. From aus Florida? Florida. Ja, herzlich willkommen. Okay, Father, we thank you and we Vater, wir danken dir. Wir geben dir diese Woche hin. We commit it to you. And we pray that you would bring us under the authority of the blood of the cross. Wir bitten dich, dass du uns bringst unter die Autorität des Blutes des Kreuzes. The authority of your spirit. Autorität deines Geistes. And of your spoken word. Und deines gesprochenen Wortes. In our lips. Einfach unser Bekenntnis auf den Lippen. Amen. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Have a great afternoon. Hab einen wunderbaren Nachmittag. Say hi to someone you don't know. Sag hallo Leuten, die ihr noch nicht kennt. Maybe you don't want to get too close yet. I don't know about COVID. Just ich weiß nicht, wie mit Corona ist, aber sag hallo. Yeah, in Jesus' name. In Jesu Namen. For listening today. Und Dankeschön fürs Zuhören. Gottes Segen. Thanks.